Hey Freunde, willkommen zurück zu Dragon Ball, wahrscheinlich der letzte Part von dem Let's Play. Ich bin jetzt mit Son Goku im Kampf gegen Ginyu und Jeez, denn ich habe mir gedacht, ja, es liegt auf dem Weg, dann kämpfe ich doch einfach gegen beide und ich versuche das dann halt so zusammenzuschneiden, dass ich dann halt den Kampf und dann die ganzen Kämpfe für die Cell-Form, dass ich das alles sozusagen zusammen bei mir habe, ne? Ihr wisst ja sicher, wie ich das meine. Und dann schneide ich das zusammen und lasse halt das ganze Story-Gequatsche dazwischen, das lasse ich dann halt weg. So, als allererstes brauche ich jetzt ein Safe State, so. Und dann wollen wir mal wieder Spaß haben. Halt, nee, was ist denn jetzt hier passiert? So, Dabra, zack. So, jetzt, zack. Zack, 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 zack. So, Gegner Nummer Uno ist tot. Und da ist er gleich, der zweite gleich tot. Oh, voll mit meinem Handy, mit meiner Stoppuhr auf dem Handy voll so rumgeknallt. So, Win. 6 Fahrattacke, sehr geil. Und ich weiß nicht, wir gucken jetzt einfach mal ganz schnell bis zum nächsten Kampf. So, blablabla, macht mal alle bitte ganz schnell. Zack, 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 zack. Oh, ist das scheiße, das dauert ja alles so lange. So. Ich weiß nämlich nicht, ob ich ihn jetzt bekommen habe oder nicht, aber das ist ja eigentlich ganz gut denkbar, ne? So, jetzt macht doch mal hin. Lalalala. Mann, jetzt kommt diese ganze Gelaber mit Vegeta da, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ba, 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 ba. So, Figur. Ginyu, da ist er. Na, nö, haben wir nicht gekriegt. Ich weiß auch nicht, was hier gerade falsch läuft, Alter, ganz komisch. Aber auf jeden Fall, Leute, bis gleich dann, wenn wir mit Cell gegen C17 kämpfen. Also, bis gleich. Hey, Freunde, so, da sind wir wieder. Und wir sind jetzt mit Cell, also mit Cell im Kampf gegen C17. Wieder schön mit Speeden alles und ich habe direkt einen Schnellstopp auf der Hand. Also hat der Kerl so gar keine Chance. Ja, am nächsten Zug müsste er schon tot sein. Ach, ist das geil, wie schnell das alles geht. Zack. So, machen wir nochmal jetzt zur Sicherheit. Zack. Und dann bam. Gewonnen. Zellstufe erhöht und... Energiewelle nehmen wir. Und Zell hat nochmal 17 absorbiert und die zweite Form angenommen. So viel dazu, Leute. Bis gleich im Kampf gegen C18 und C16. So, da sind wir wieder und wir beginnen direkt mit dem Kampf gegen die zwei Cyborgs mit Cell in seiner zweiten Form. Yeah. So, was haben wir? Caps Fridgen und voller Geist. Ja, na gut, machen wir viel Phasenattacke. Wie er aussieht, ey, total lustig. Ups. Ja, voll Fail. Aber das Failen gehört halt auch zum Leben. Gibt ja sowas hier, Lebensfail und so weiter. Hehe, ich hab ja nichts. War ja so. Ich versuche ja einfach so ganz locker und flockig zu gewinnen. Soll eigentlich gar nicht so schwer sein. C16, warum fliegst du immer hin und her und greifst mich ganz komisch und fies an? Warum bist du so ein hinterhältiges Arschloch? Du alle Sau. So, kann ich auch mal... Das ist ja einfach nur ein großer Fail, ja? Ich... Ja, na endlich! Dabra Spucke! Badam! Badam! So. Erster Gegner ist tot. Kommt der zweite Gegner. Mano, das ist jetzt irgendwie... Ja, eine 5-Phasen-Attacke, okay. Und wieder Dabra-Spucke, sehr schön. Und dann hauen wir mal rein. Bam! 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 Win! Yeah! Rocket Punch, geil! Den habe ich auch bei meinem anderen Account, glaube ich, noch gar nicht. Also bei meinem anderen Spielstand. Cell hat Nummer 18 absorbiert und ist nun vollständig. Yeah. So, Freunde, dann gibt es noch einen Kampf zu machen, nämlich den im, den gegen Cell Junior. Genau. Ja, also bis gleich bei Cell Junior dann. Da, 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 da. Da sind wir wieder und kämpfen jetzt mit Cell gegen Cell Junior. So, Caps Fridgen. Ist das cool, Mann, ist das cool. So, wir haben noch nix, das ist natürlich schade, aber egal. Oh, Cell ist voll cool, aber mit seiner komischen Riesenhand, oder das sieht zumindest ja aus wie seine Riesenhand, ganz komisch irgendwie, voll unheimlich. Die Zombiehand, oder so. Caps Fridgen, dann gehen wir einfach mal hoch zu ihm. Oh cool, Dabra-Spucke. Es klappt ja eigentlich auch auf die Entfernung, mal gucken. Yeah, win. Step-Up-Attacke, geil, Mann, die habe ich auch bei meinem... anderen Account noch gar nicht. Cell Junior jetzt verfügbar. Ja, so machen wir noch schnell zu Ende, dass ich hier wieder speichern kann.
Genau. So, Freunde, speichern wir das. Und machen nochmal diese drei Save States. So, und ja, wir haben eigentlich gut was erreicht. Wir haben Son Gohan komplett voll, Piccolo komplett voll, Krillin. Son Goku fehlt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Super Saiyan 3. Hier viel Zerstörung. Sonst haben wir eigentlich alle. Ja, bei Ginyu fehlt noch der Goku Ginyu, was ganz komisch ist. Aber sonst haben wir alles. Und jetzt möchte ich nochmal meinen richtigen Spielstand laden. So, zack. Achso, das war der. War Sekunde, Sekunde. So, da war noch der Sound aus. Ja, und hier habe ich insgesamt 283 Karten. Figuren können wir nochmal alle angucken, dass wir sehen, wie alle sind. Hier ist Son Gohan, Piccolo, Krillin, Son Goku. Hier auch als Super Saiyan 3. Voll scheiße, dass ich den nicht habe, Mann. So, Vegeta auch als Zerstörung. Son Gohan, Trunks, Son Goten, Kid Trunks. Gotenks haben wir, Vegetto mit 409 Erfahrungspunkte, ey, fehlt nicht mal viel, das ist an Stufe 5. Nappa, Guldo, Rikum, Jeez, Bata, Ginyu, aber auch als Son Goku Ginyu. Ist voll krass, guck mal, hat einfach mehr Stärke. Voll cool. So, Freezer, C16, 17, 18, 19, 20, Cell in seinen drei Formen, Cell Junior, Fett Buu und Buu als Böse, Gotenks absorbiert, Son Gohan absorbiert und das reine Böse. Und das war's, Freunde. Jetzt können wir nochmal gucken, was ich hier alles in der Liste habe. Einfach mal so ringucken und dann können wir noch ein bisschen Schlacht spielen, wa? Ja, 6 Fahrzeuge, 6 Mal, cool. Ja, hier fehlt die Spezialkarte. Ich weiß gar nicht, wie man die bekommt, aber die soll wohl auch gar keinen Effekt haben. Ja, hier Final Kamehameha habe ich schon 2 Mal. Sonic Kick von Piccolo auch voll geil. Mal gucken, ob wir hier. Nö, nicht cool. Aber hier Super Destruction Disc. Alter, voll krass. 4 Mal. Und guckt euch an. Stärke 40 für Krillin. Haben wir hier Schwanz. Den habe ich gestern bekommen, als ich gestern gezockt habe. Ist für Kid Gohan. 26 Kosten. Ist so stark wie. Also von Stärke her wie Genki Dama. Und das ist wirklich richtig geil. Wird er voll zu so einem Gorilla und kloppt den Gegner weg. Denn hier 2 Mal Final Flash. Bin ich saustolz drauf. Selbstmord 3 Mal. Auch. Das ist die stärkste Attacke überhaupt. 70 Schaden, aber Vegeta hat, wenn er es einsetzt, nur noch 1 HP, 1 KP, wie auch immer, ne? Ja, Rising Kick von Trunks, leider nur 1 Mal. Finish Buster von Trunks, finde ich auch super geil, habe ich 2 Mal. Flash Punch, Kamehameha, Galaktischer Kringel 2 Mal, 4 Mal Super Ghost, Kamikaze Attacke, Volleyball Attacke, die Kombi Attacke von, hier, die Beschreibung, muss man werfen, Spezialsieger Attacke. Ja, ist im Team, Gotenks und Piccolo braucht man dafür. Ja, Kiai auch irgendwie gestern geholt. Attack Break Combo, Flash Sword. Hier fehlt, glaube ich, der Nappa Slasher. Ja, sonst habe ich echt schon richtig viel. Rikum, Fire Bomb Attack, Crasher Ball, Popo Komet und Popo Komet Z. Was hier beides kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Dynamit Punch, Punch von Ginyu. Hier haben wir ja schon Körpertausch gesehen beim anderen Spielstand. Fingerstrahl, Energie bei Riesenwelle. Super Dash Elbow 4 Mal. Augenstrahl Lock On. Na, hier fehlt der Rocket Punch, den ich auch vorhin bekommen habe. War es vorhin? Ja, war vorhin, ne? So, Hüllenblitz. Crazy Rush. Energiewelle. Guck mal, hier haben wir Attacke Nummer 18. Aber was fehlt denn hier? Weiß ich gar nicht, was da fehlt. Mal gucken, hier kommt auf jeden Fall noch die Step-Up-Attacke hin von Cell Junior, die wir auch bekommen hatten beim anderen Spielstand. Und hier kommt, glaube ich, Fleischverteidigung hin. Hier Potbelly-Attacke für Fat Buu, Crasher Buu für alle Buus. Süßer Strahl. Dann kommen die ganzen Kapselkarten. Dende 2 Mal, richtig cool. Kibit 3 Mal, also Kibit einsetzen und dann der nächste Strahl, der ist 100% wirkungslos. Richtig krass. Babidi, Dabra, leider nur 1 Mal hier, ist irgendwie ein bisschen schade. Jakon, Speer. Capswitch 3 Mal, ist auch 3 Mal im Deck drin, das ist richtig geil. Schnellstopp 3 Mal, Lebenserhalter schon 2 Mal, das ist wieder nur ein bisschen schwächer, aber kostet auch nur 8 Key. Noch irgendwas richtig cooles. Leichte Weste 3 Mal, ja, Meistergurt auch 2 Mal, das ist halt wie Key Beat, nur für Schadenattacken. Böses Buch 2 Mal. Wirkung? Fragezeichen. Böse Bilder, Roshis Schatz. Ich weiß gar nicht, was das macht, muss ich mal gucken irgendwann. Ja. So viel dazu. Mit wem kämpfe ich denn hier gerade? Mit Trunks Super Saiyan. Und ich bin gerade im Schlachtmodus. Machen wir einfach mal. Gegen Buu kämpfen wir. Okay, Leute, lasst uns einfach mal gegen Buu kämpfen.
Ja, ich kämpfe immer mal mit Speed, wa? Oder ich kann euch auch mal zeigen, wie das funktioniert mit dem, dass man sozusagen immer eine neue Auswahl kriegt, nachdem man gewonnen hat. So, machen wir mal einen Rising Kick. Kostet 24, aber ist dafür richtig geil stark. Zieht euch das rein. Yeah, zack! Trunks ist so cool als Charakter, ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Schon immer gewesen bei Dragon Ball. Und bei Burst Limit fand ich ihn auch sehr geil. Oder bei Tenkaichi 2 und 3 habe ich immer sehr gerne mit Trunks gespielt. Vor allem, wo er dann diesen Hitzekuppelangriff gekriegt hat, das war geil. Und ja, bei Battle of Z, da finde ich Trunks auch recht cool, aber da spiele ich eher weniger mit ihm. Da spiele ich ja hauptsächlich mit Vegeta, ich weiß gar nicht warum, aber ist halt so, ne? So, 6 Phasenattacke. A, B hoch, B rechts, B. Und Caps Fridge. Autsch. Hab voll auf Maul gekriegt. Aber dann machen wir Key sammeln. Und fliegen zu ihm. Und er macht Tension Han und wow! What the fuck? Aber jetzt machen wir mal hier so. Und einen Finish Buster. Und wenn der Finish Buster siegt, dann. Ja, macht er. So, was kriegen wir denn jetzt? Auferstehung, Super Kamehameha und Final Kamehameha können wir wählen. Aber nö, ich will weiter gucken. Machen wir noch. Ups. Machen wir nochmal dasselbe. So, zack, zack. Und jetzt mache ich noch ein Safe State, dass es ein bisschen schneller geht. Und dann zack. Was haben wir jetzt? Crashaboo, Augenstrahl und Dende. Nö, ist auch doof. Da könnt ihr einfach so machen, wenn ihr auf dem Emulator zockt. Einfach immer schön hier, ne? Kamehameha, Sanduhr. Zack, nochmal. Tension Han. Ja, echt cool. Womit er mich gerade fast besiegt hat, der Arsch. Böses Buch schon wieder. Ich glaube, ich hätte mir einfach. Oh, die Recoom, Fire Bomber, scheiß Attacke. Boah, super Destructor Disc, Alter, kann ich 5-mal haben. Alter, ist das krass. Ist aber echt cool, oder? Oh, guck mal, Energiewelle. Habe ich erst einmal, nehme ich die. Ja, machen wir so. Und was ich euch noch sagen kann, was ich herausgefunden habe, man bekommt, wenn man wirklich eine Attacke unbedingt haben will, wie, sagen wir jetzt mal, Final Flash. Ja, sagen wir mal Final Flash. Dann, also ich habe einfach mit Vegetto gekämpft und habe dann so lange den Save State geladen und neu gestartet, bis ich gegen Vegeta Zerstörung gekämpft habe. Und es ist wirklich so, dass man eine sauhohe Wahrscheinlichkeit hat, die Attacken der Charaktere zu bekommen, wenn man die Charaktere an sich besiegt. Deswegen Finish Buster für Trunks und Kid Trunks habe ich bei Kid Trunks bekommen, weil Kid Trunks das auch nehmen kann. Aber Rising Kick hätte ich halt auch gern öfter, aber das ist halt schwer, weil ich weiß nicht, also welchen Charakter man nehmen muss, um gegen den großen Trunks zu kämpfen. Denn es ist ja so, je nachdem, welchen Charakter man nimmt, kriegt man auch Gegner, die entsprechend stark sind. Und aus irgendeinem Grund, wenn ich Super Saiyan Trunks nehme, kämpfe ich nie gegen Super Saiyan Trunks. Ist ganz komisch, ne? Aber ja, so ungefähr kann man das machen. Ich spiele mal mit Vegetto, mit meinem Lieblingschar aus diesem Spiel. Ja, der Vegetto, der ist schon cool. So, 6 Fahnenattacke rein. Kriegt er noch. Was kriegt er denn? Attack Break und Flash Sword. Und hier haben wir eben noch rein. Attack Break. Und Flash Sword. Cool, Mann. Ja, was haben wir hier drin? Dende haben wir. Cap Switch dreimal. Game Bombe noch zur Not. Ja, sieht doch gut aus, ne? So, speichern. Dann machen wir nochmal ein Save State. So, und dann kämpfen wir jetzt gegen Cell. Ach ja, Cell, der Olle. Scheiße. Das war jetzt dumm. Normal. Ich hab nichts gesehen, Freunde. Jetzt kämpfen wir. Gegen Gotenks kämpfen wir. Und das sind gute Aussichten auf eine Super Ghost Kamikaze-Attacke. Weil, wenn man einmal richtig angefangen hat, mit Speed zu zocken, dann kann man gar nicht mehr so leicht aufhören. Das ist voll schlimm. Oh, naja, was soll man machen? Was soll man machen, Freunde? Attack Break! Geil, Alter. Dann machen wir hier so. Zack. Jetzt kann ich theoretisch echt schon gewinnen, wa? Wollen wir mal gucken. Zack. Oder auch nicht. Ja. Macht er Ausdauer, wa? Ja, er macht Ausdauer. Ist das eine Pussy? Was? Ich habe nichts gesagt. Oh, scheiße. Voll gefailt. Was war denn das? Normal. Hä? Was ist. Hä? Ich bin gerade verwirrt. So, jetzt aber. Jetzt hat's geklappt. Zack! So, Gotenks, und jetzt darfst du sterben. Okay, klappt ja super. So, wollen wir mal gucken. Von wegen, ob es hier nicht irgendwas Cooles abzustauben gibt. Hä? Wie jetzt? Hä? Moment mal. Ah, hat der doch geklappt. Super, kann man mehr Teleportation und Dabra. Nimm mal Dabra, cool. Wenn ich dreimal Dabra hab, dann mache ich einen Dabra-Kampfstil. Dann
Dann rushe ich hier nur noch durch. So, nächster Kampf direkt gegen Gotenks. Schon wieder gegen Gotenks? Na, okay. 6-Phasen-Attacke. Runter BA, runter AB. So. Oh, hauen wir eine 5-Phasen-Attacke rein. Also Schlachtmodus ist echt geil. Vor allem, man kann halt unendlich lange kämpfen, ne, bis man irgendwann verliert. Der Counter hier, weil ich halt mit Safe States und sowas spiele, beziehungsweise, ja doch, mit Safe States und sowas spiele, bin ich halt schon bei dem Counter bei über 60 Siegen. Das ist total lustig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt gewinnen kann. Vermeiden macht er. Oh, na klar, er überlebt. Hm. Ist doch interessant. Bumm. Super Ghost Kamikaze-Attacke, alte Schlachtjacke oder Super Dash Elbow. Oh komm, wir gucken mal nochmal ein bisschen, wa? Kiai, 5-Phasen-Attacke, Potbelly-Attacke. Oh, jetzt hat er es überlebt. Super Ghost, Sanduhr, Game Bombe. Ja, Super Kamikaze, Höllenspirale, Babidi. Babidi ist so missbräuchlich. Guck mal, Kibit, Alter, könnte ich mir viel das Mal holen, aber dreimal reicht völlig aus. Man kann es ja nur höchstens dreimal reinnehmen. Helmblitz ist noch ganz interessant. Habe ich noch nicht dreimal, nämlich Helmblitz. Ja. Und dann machen wir auch gleich mal weiter, Mann. Ja, und so verdiene ich mir immer die Karten. Wisst ihr, dann quatsche ich halt immer mit ein paar Freunden über Skype oder so. Mit Luxlei Gelinge oder so. Müssen wir mal gucken, immer so, ne? Und ja, dann level ich nebenbei. Ist schon cool, macht Spaß. Auch ABW runter. Bleiben wir hier. Machen Attack Break. Machen Caps Fridgen. Machen Key sammeln. Machen Non-Caps Fridgen. Machen Safe State. Machen Attack Break. Nichts passiert. Machen Phasenattacke. Gehen hoch. Er macht Energieball. Wir failen. Das war doof. Machen wir nochmal. Ja, du komm mir nur mit deinem scheiß Energieball. Und jetzt, Alter, jetzt gibt's richtig auf Maul. Ah! Crasherboo, Energiebombe. Energiebombe oder Lebensaufsaugen. Ja, nee, komm, wir gucken mal. Crasherboo, Kali, Energieaufsaugen. Crasherboo, Bulma, Meistergurt. Mr. Satan, findet Tension Hahn. Crasherboo, Kili ist ein Höllenblitz. Volleyballattacke. Ja, holen wir uns das dritte Mal. Ja, 6 Phasen, ups, das war jetzt ein richtiger Fail. Oh cool, gegen Vegetto kämpfen wir, gegen unser alter Ego. Mal gucken, was da so passiert. Warum setze ich die 6-Phasen-Attacke von hier ein, wenn ich genauso gut die von den begrenzten Attacken oder unbegrenzten Attacken oder was weiß ich hätte einsetzen können? Ach, ist doch halt scheiße. So, eine na klar. Fick dich, ey. Zack, setze ich schön Dende ein. Mal wieder eine Phasenattacke, dass ich wieder Ki habe. Ja, schön hochfliegen, du olle Sau. Alter, und jetzt gibt's richtig hier. Flash Sword! Bah, Moment mal. Was ist da los? Aha. Ja, aber das könnt ihr doch killen normalerweise. Oder auch nicht. Ja, okay, lassen wir dabei. Nein, er macht einen Attack Break Combo. Scheiße. Ja, dann. Ja, nee, machen wir es so. Nein, machen wir so. Und dann mache ich nämlich Phantombild. Haha, jetzt macht er nämlich nichts. Die kleine Sau. Jetzt Flash Sword. Oh, Mann. Woher weiß der denn immer, dass ich die ganzen Sachen mache, die ich da mache? Attack Break Combo. Denn so wird das nichts. So wird das nichts. So, jetzt muss ich aber aufpassen, Freunde. Er macht eine 6-Phasen-Attacke, geil, dann kann ich jetzt noch voll gewinnen. 3-Phasen-Attacke! Ja, gewonnen! Und Flash Sword, Weitblick und Energieaufladen. Nimm mal Flash Sword. Ich sag immer Sword, weil ich weiß noch, der Marcel, der Luxerkling, der hat mich mal angemeckert, weil er hat ja auch immer Sword gesagt und ich habe auch immer Sword gesagt. Und durch Zelda Skyward Sword haben ihn halt alle angesprochen, dass es halt wirklich Sword ausgesprochen wird. Und dann hat er mich halt auch damit immer angemeckert, sozusagen, wenn ich Sword gesagt habe. Mann, heißt nicht Sword, der heißt Sword. Und seitdem sage ich mal Sword. So, ja, lassen wir es aber dabei. Ich glaube, wir haben
mehr als genug gemacht. Ja, ich werde versuchen, ob ich hier irgendwann mal nochmal die Liste ein bisschen mehr vervollständigen kann. Aber ist doch cool, soweit wie ich hier bin, ne? Also ich bin auch sau... Guck mal, durch das ganze Speeden, Time 104 Stunden. Ach, ja. So, nochmal Save-Sets gepackt, gemacht. Und ja, Freunde, dann noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir an euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein in dem Let's Play. Und ich hoffe auch nochmal ganz doll, dass es euch sehr gefallen hat und dass ihr Spaß dabei hattet und dass ich euch eventuell helfen konnte, falls ihr das Spiel selber zocken wollt oder habt und nicht weiterkamt. Also wie gesagt, die Charaktere, die ich nicht bekommen habe, hätte ich eigentlich so bekommen sollen, wie ich es versucht habe. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall nochmal danke und wir sehen uns dann in anderen folgenden Projekten. Also, ciao Leute!